Heute bei unserer 100 Sekunden BWL Food Management Reihe stellen wir unserer Dozentin Frau Hoppe-Briem fünf Fragen. Legen wir los. Was machen Sie in Ihrem richtigen Leben, wenn Sie nicht gerade an der DHBW lehren? Dann berate ich kleine und mittlere Unternehmen im Bereich Qualitätsmanagement, Umweltmanagement, in Hygienefragen oder auch in Arbeitssicherheit. Zum einen zur Verbesserung des Unternehmensalltages oder auch als Vorbereitung für eine Zertifizierung. Was hat Sie dazu bewogen, an der DHBW Heilbronn zu lehren? Eine Person hier in Heilbronn, die Studiengangsleiterin Professor Dr. Katja Lotz, hat mir vermittelt, wie die duale Hochschule funktioniert in Baden-Württemberg und hat mich eingeladen, mich hier zu bewerben als externe Dozentin. Was macht Ihrer Meinung nach den Charme am Unterrichten an der DHBW Heilbronn aus? Das Zusammentreffen von Theorie und Praxis, dass der Alltag der Studierenden und das Arbeiten direkt in die Lehre einfließt und die Erkenntnisse aus der Lehre wieder zurückfließen ins Unternehmen. Und wie waren Sie selbst als Studierende? Schrecklich neugierig und immer interessiert an der Vernetzung verschiedener Themenbereiche. Was gefällt Ihnen am Dozentensein besonders gut? Dass ich selber am meisten dabei wieder lernen kann, auf den aktuellen Stand komme und eben sehe, was so am Puls der Zeit gerade passiert. Super, vielen Dank Ihnen.